Was geht ab, YouTube? Heute der zweite Teil von Gibt es geheime Blutlinien bzw. royale Blutlinien oder eventuell sogar reptiloide Blutlinien? Wir wissen es nicht, wir schauen es uns aber an. Das ist der zweite Teil. Viel Spaß. Elitäre Blutlinien. Der Typ ist ja gestern, als wir das Video geguckt haben, ein bisschen abgedroschen und hat gesagt, ich sehe Reptilienaugen, wenn ich genau hingucke. Und wir haben es nicht gesehen, aber wir schauen es uns trotzdem an. Der Mann, der den Vortrag hier hält, das ist David Icke. Es wurde aber tatsächlich gestern an der Stelle sehr interessant und deswegen würde ich einfach sagen, gucken wir mal weiter, wie interessant das Ganze noch wird. Meine Damen und Herren, viel Spaß mit dem Video. Der Papst braucht seine Form nicht mehr zu wandeln. Ach, da fällt mir ein, der stammt ja aus Bayern. Nächste Woche fahre ich nach Rom, da machen sie den alten Papst zum Heiligen. Also jedenfalls, lass mich nochmal betonen, diese hybride DNS hat keinerlei Mitgefühl. Deshalb hat all dieses Zeug keine emotionalen Konsequenzen für jene Leute. Und als sich das also ausbreitete, diese Geschichte mit den Reptilien, die kam auf einmal in mein Leben, ungefähr Mitte der 90er Jahre, und auf einmal, bang, überall, wo ich hinkomme, gibt es noch mehr Geschichten darüber. Und irgendwann sagt man, oh nee, nicht schon wieder eine Reptiliengeschichte. Das kam also richtig in mein Leben rein. Und wenn man da erstmal drauf einsteigt, dann stellt man auf einmal fest, wie viele Argumente es dafür gibt, die uns direkt ins Gesicht starren. In Botswana zum Beispiel. Hat er gerade einen Elefanten gezeigt, Digga? Bin ich dumm? Ich habe gerade so kurz hingeguckt. Die uns direkt ins Gesicht starren. Warum? Gucken weiter. In Botswana zum Beispiel, also im südlichen Teil von Afrika. Das sind jetzt Ergebnisse der Mainstream-Anthropologie-Forschung. Da fanden sie einen Schlangenkult, der 70.000 Jahre zurückreicht. Der Schlangenkult ist die älteste Form der Anbetung. Und dieser Typ hier, Reverend Battus Dean, schrieb ein Buch aus der christlichen Perspektive im Jahr 1933 mit dem Titel Der Schlangenkult. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde eine Menge guter Bücher geschrieben, bevor die Menschen... Guck mal, ich muss zu diesem Schlangenkult sagen, es ist ja klar, und das wissen wir auch, und guck mal, das finde ich persönlich sehr interessant. Wir wissen ja, dass sehr viele alte Kulturen an so Schlangengötter geglaubt haben. Da muss man sich die Frage stellen, wieso haben sie daran geglaubt? Und was auch noch interessant ist, dass diese Schlangengötter, an die sie geglaubt haben, noch vor unseren Religionen waren. Ja? Also vor unseren Religionen gab es diese Anunnaki beispielsweise, lange vor unseren Religionen. Und bei denen war es dann so, beziehungsweise in diesen, in Südamerika kann ich euch sagen, war es so, dass diese Schlangengötter eine Opfergabe wollten. Und man hat dann damals ganz, 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 ganz früher, noch vor Religion, Kinder geopfert an diese Schlangengötter. Damit man kein Unheil bekommt, keine Unwetter, hat man Kinder geopfert. Und jetzt überlege ich, weil in den Religionen heute, wie beispielsweise im Islam oder in der Bibel, sollten ja auch gewisse Propheten ihre Kinder opfern. Und dann hat Gott aber gesagt, okay, ich wollte nur gucken, ob du es machst, so nach dem Motto, hier hast du ein Schaf, du darfst das Schaf opfern. So ist ja das Opferfest entstanden, ja. Und dann denke ich mir so, wie kann das ein Zufall sein, dass dieser Schlangengott Kinder geopfert haben wollte und dass das dann in unserer Religion der Gott, an den wir glauben, genauso machen wollte, dann aber doch gesagt hat, du darfst ein Schaf opfern. Der Zusammenhang ist halt zu crazy. Weißt du, wie ich meine? Dass da ein Kind geopfert werden sollte in den alten Religionen und ebenfalls bei diesen Schlangengöttern. Deswegen sage ich immer, da muss irgendetwas dran sein, dass die an sowas geglaubt haben damals. Schlangengötter. Mein Ende gesetzt wurde. Er machte sich jedenfalls daran, alle Schlangenkulte überall auf der Welt und durch die Geschichte hindurch anzuschauen. Und am Ende des Buchs schrieb er, es erscheint, dass keine Nation geografisch so entfernt war oder religiös so abweicherisch, dass sie nicht alle einen, und zwar einen einzigen Aberglauben teilten. Dass sowohl die zivilisiertesten unter ihnen als auch die barbarischsten sich einer einzigen Gottheit beugten. Und dass diese Gottheit entweder eine Schlange darstellte oder durch sie repräsentiert wurde. Es scheint auch, dass in den meisten oder vielleicht sogar allen zivilisierten Nationen, in denen diese Schlange angebetet wurde, irgendeine Fabel oder Tradition existierte, die direkt oder indirekt mit dem Fall des Menschen aus dem Paradies in Zusammenhang stand. Und immer hatte die Schlange damit zu tun. Was daraus folgt, ist, dass die allerältesten Berichte über die Ursache und die Natur dieser Verführung die Grundlage für alle anderen bilden müssen, die die siegreiche Schlange darstellen. Siegreich über den Menschen in seiner Unschuld, die seine Seele einem Zustand der Sünde unterwarf
und in die erbärmlichste Vergötterung und Bewunderung seiner selbst. Into the most abject veneration and adoration of himself. And what you find around the world. Überall auf der Welt findet man also dieses gemeinsame Thema mit der Schlange. Diese Figuren hier wurden in dem Land gefunden, was dann zu Sumer wurde. Aber sie stammen aus der vorhergehenden Zivilisation, der Ube-Kultur, an derselben Stelle, die wir jetzt sehen. Das Interessante ist, da hatte ich mit Whisky drüber gesprochen, das Wahrzeichen von Pristina, warte mal, Wahrzeichen Pristina ist ebenfalls, schaut euch das an, ist ebenfalls so eine Gestalt, Digga. Und ich habe Whisky gesagt, warum ist das so eine Gestalt? Und sagt mir, was ihr wollt. Diese Gestalt hat verblüffende Ähnlichkeit in Statur und in Pose mit dieser Figur. Das ist crazy, als ob tatsächlich irgendwann mal diese Schlangengötter existiert haben. In Irak nennen, dass hier seine Schlangenmutter mit ihrem Kind und auch andere Schlangenabbilder wurden gefunden. In Asien gibt es die Nagas, von denen man sagt, dass sie entweder das ist crazy, menschliche dass er das jetzt oder durchgeht. Reptilische Formen annehmen könnten. Und es gibt dort auch entsprechende Monumente, auf denen sie zu sehen sind. Die Druiden und die Kelten in Europa huldigten einem Schlangengott mit dem Namen Hu, der natürlich auch wieder ein Schlangenmensch war. Auch in Ägypten wurde die Schlange wieder verehrt. Die Kobra ist ein Symbol, was immer wieder in Zusammenhang mit diesen Wesenheiten kommt. Das hier ist der Bauch einer Kobra. Vielen Dank für deinen Sub, Typhon Bruder. In symbolic communication. Kuss, kuss, that's kuss. The belly of a cobra. Ja. There's a cobra on the head. Here's the head kind of. Und da gibt's eine Kobra auf dem Kopfschmuck. Auch die Seiten am Kopf des Pharaos gleichen einer Kobra. In Zentralamerika hatte man Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange. Die Mayas hatten ihre eigene Version mit dem Namen Kuschkulkan. Merkt ihr gerade, dass alle Kulturen so Schlangen- oder Drachengötter hatten? Achtet mal drauf. In Asien haben wir den Drachen als ganz wichtiges Symbol. Dann gibt es all die Folklore über fliegende Drachen. Wir dürfen uns aber auch wieder nicht zu sehr von all diesen Dingen beeindrucken lassen und dann sagen, ah, seht mal, es geht nur um diese reptilischen Wesenheiten. Because during this great cataclysm that brought an end to the Golden Age, which I'm going to come to in a second. Während dieser großen Kataklysmen, die das Ende des goldenen Zeitalters gebracht haben, gab es bestimmt viele fantastische Bilder am Himmel, die elektrische Plasma-Interaktion dieser kataklysmischen Ereignisse darstellten. Vielleicht kommt es auch von da, das ist gut möglich. Aber eins ist sicher, es gibt endlose Berichte darüber, dass sie tatsächliche Wesenheiten gewesen seien. Dieser Mensch hier, Credo Mutwa, der jetzt 90 Jahre alt wird, er ist ein Zulu-Schamane und er wurde vor etwa 50 oder ein Zulu-Schamane. 60 Jahren in afrikanische Geheimgesellschaften eingeführt. Er sagt, als die europäischen Mächte, also zum Beispiel die Briten, nach Afrika kamen, da wollten sie, in seinen Worten, die Seele der Schamanen melken und sie dann umbringen, um den Wissensstrom zu beenden, der da durch die Jahrhunderte weitergereicht wurde. Das hat man überall auf der Welt gemacht, unter dem Vorwand des Christentums und um sie vor dem Teufel zu bewahren und so weiter. Daher haben sie in Afrika Geheimgesellschaften gegründet, um das Wissen während der Kolonialzeit am Leben zu halten. Und man musste grausliche Einweihungsrituale durchlaufen, um das Wissen zu erhalten. Als ich 1998 das größte Geheimnis veröffentlichte, wo ich zum ersten Mal über die Reptilien sprach, da rief er mich an und sagte, Mr. Eich, ich muss mit Ihnen sprechen. Woher wissen Sie über die Chitauri? Ich möchte gar nichts darüber. Ich möchte einmal jetzt ganz kurz pauschal fragen. Glaubt ihr, es gibt Reptilienwesen, so die so wie Menschen sind und intelligent sind? Eins für ja, zwei für nein. Ich will es einfach nur wissen. Wer sind die Chitauri? Es stellte sich heraus, das ist der Zulu-Name für die Schlangengottheit. Chitauri, die Kinder der Schlange, die Zerstörer. He showed me some of his ancient artifacts. Er zeigte mir dann ein paar seiner uralten Artefakte. Links ist ein Gemälde, was Credo selbst anfertigte in moderner Zeit. Und das auf alten und neuzeitlichen Berichten über diese Schlangenwesen aufbaute. Und das ist eigentlich sehr ähnlich mit dem, was vor ein paar Jahren dieser spanische Künstler malte. Ja, mit Genmutation, aber meinst du wirklich mit Genmutation im Sinne von, guck mal, was ich euch zeigen will, es gibt immer wieder diese Geburten in Indien oder so von diesen Babys, die aussehen wie Reptilien.
die so grün sind und so rote Augen haben. Habt ihr das mal gesehen? Das gibt's manchmal so Videos auf TikTok und so. Das sind so Menschenbabys, die haben so rote Augen und sind so schuppige Haut. Ich gucke, ob ich gerade so ein Bild zu finde. Ich denke mir manchmal, stell dir mal vor, das sind so Reptokinder, die aus Versehen gefilmt wurden und gar nicht gezeigt werden sollten, weil ich habe noch nie so ein Kind in Erwachsenen gesehen, Digga. Mit so einem schuppigen Baby with schuppige Haut. Kind. Digga, ich will jetzt keine Kinder googeln hier, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist crazy, Bruder. Nein, nicht Albino, Bruder. Ich küsse dein Herz. Die sehen richtig aus wie so Monster. Das hier ist Credos Halsband der Mysterien. Inzwischen ist es leider gestohlen worden. Es geht mindestens 500 Jahre zurück, denn es wird in 500 Jahre alten Berichten schon erwähnt. Aber er sagt, es geht mindestens 1000 Jahre. Die leben meistens nicht lange. Und da hängen diese Symbole dran, die er sich dann auf die Schulter. Ja, guck mal, das habe ich auch gehört. Die leben nicht lange. Aber vielleicht leben die lange, nur wir wissen davon nichts. Und die lernen erst später ihre Form zu wandeln. Weißt du, wie ich meine? Obwohl er es ein Halsband nennt. Und anhand dieser Symbole erzählt er dann die Geschichte von Afrika, aber in Wirklichkeit die Geschichte der Welt. Denn auf viele Art stammt die moderne, manipulierte Menschheit ohnehin aus Afrika. Zuerst hat man da also die menschliche Frau. Dann kommt eine sehr nichtmenschliche Wesenheit, da komme ich gleich noch drauf zurück. Und auf dieser Hand hat man dann das Auge, das allsehende Auge, das man auch auf der Dollarnote findet. Dann hat man hier den Davidstern und hier ist Orion, der übrigens immer wieder auftaucht. Just near there anyway. There's Orion, which comes up. Okay, wäre cool, Dennis. And here, that's, und das hier ist in den Geschichten ein Raumfahrzeug, in dem diese Wesenheiten angeblich auf die Erde kamen. So wird es in den Geschichten erzählt, ich komme noch darauf zurück. Aber je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige, desto mehr wird mir klar, das könnte eigentlich auch Saturn sein. I think there's a very, very good chance that that's actually Saturn. Anyway, you've got the all-seeing eye, there you go, the Star of David and all the rest of it. Jedenfalls haben wir hier das allsehende Auge, den Stern von David und all die anderen Sachen. Dann haben wir die menschliche Frau. Ich finde ja, wir müssten eigentlich müssten wir mal so afrikanischen Voodoo und Schamanzauber durchgehen, Digga. Das ist auch super crazy, Bruder. Voodoo und sowas, Digga, das ist ultra crazy, wirklich. Dann dieses ganz nichtmenschliche Wesen mit seinem aktionsbereiten Willi. Und die passen interessanterweise zusammen. Und ich sagte zu ihm, worum geht's denn dabei? Und er sagte, da geht's um die Vermischung zwischen den Chitauri und den Menschen. So. Und ich sagte, naja, besonders reptilisch sieht es ja nicht für mich aus. Und da sagte er, und das habe ich woanders auch schon gehört, die Chitauri sagten, ihr dürft uns nie so darstellen, wie wir wirklich sind. Was also viele Menschen taten, war, dass sie als offensichtlich nicht menschlich darstellt, ohne dabei aber ihre wirkliche Gestalt wiederzugeben. Eins, was man dann auch immer wieder auf der Welt antrifft, sind Darstellungen von Menschen mit einem menschlichen Torso, aber dann mit einer Schlange als Unterteil. Das findet man überall, so wie hier. Ich nehme an, dass wir hier wieder eine sehr gute Chance haben, dass es eine Symbolik der hybriden Blutlinien betrifft. This is from the Central America. Das hier stammt aus Zentralamerika und gibt wieder das gleiche Prinzip wieder. Dasselbe hier. Die Kobra ist, wie ich schon sagte, ein wichtiges Symbol dieser Blutlinien. Und riesige Schlangen, die die Menschen bekämpfen, ist auch ein immer wiederkehrendes Thema. Man findet es auch in der Folklore und in Kindergeschichten, wo man die Könige hat. Wieder die königliche Blutlinie. Sie empfinden sich selber als was Spezielles. Sie sind nicht wie der Rest der Menschheit. Sie sind Hybride. Dann hat man die Prinzessin, die den Frosch küsst, der sich dann verwandelt. Und all diese Symbole. Durch all das, was ich über die Jahre geschrieben habe, schicken mir Leute natürlich auch immer wieder Bilder zu. Es gibt so viele Abbildungen, die reptilische Wesenheiten und Menschen zeigen. Oder die teils menschlich, teils nicht menschlich aussehen. Digga, ich war im Louvre, oder Louvre, wie es genannt wird, in Frankreich. Und ich hätte mir da mal die Sachen eigentlich noch viel genauer angucken müssen und in Ruhe. Aber ich war mit meiner Frau da und wir waren eher so zum Chillen da, weißt du? Aber da waren auch so heftige Dinge in diesem diese Museum. Diese Wasserspeier, die man auf den Kathedralen und den Schlössern und den Häusern der Elite-Blutlinien immer wieder findet, die sind auch symbolisch für diese Wesenheiten. Auch in der modernen Kultur kommt das Reptilien-Thema immer wieder hoch. Low, but I won't. This is Bolt 2008 with the reptilian eyes. And then you look at the coats of arms of these elite families. Und auch wenn man sich die Wappen dieser Elite-Familien ansieht, taucht immer wieder der fliegende Drachen oder die fliegende Schlange auf. Und eins der Epizentren für die Manipulationen dieser Elite ist natürlich die City of London. Nicht dieses große geografische Konglomerat, das man London nennt, sondern der spezifische Platz, die City of London. Das ist ein Gebiet um die St. Paul's Cathedral herum.
Und es ist eines der globalen Finanzzentren, beziehungsweise für globale finanzielle Manipulationen. Und das Emblem der City of London hat auch wieder diesen fliegenden Drachen, der das Rote Kreuz auf weißem Hintergrund hält. Das ist das Symbol der Tempelritter, die auch einen ganz wichtigen Strang in diesem Netz bilden. Strands in this web, one of them. Hier kommt es nochmal in Vergrößerung. Wenn man vom Rest von London kommend die City of London betritt, dann passiert man diese Dinge auf beiden Seiten der Straße. Und dann gibt es dieses gemeinsame Thema von reptilischen Wesenheiten, die Menschen fressen. Entities eating humans. Das habe ich auch oft gehört. Kannst du mal ein Video über Astrologie machen? Sehr interessant. Boah, Astrologie ist so ein Riesenthema, Bro. This is from the Maya. Das hier ist aus dem Maya-Yucatan-Gebiet in Zentralamerika. Hier noch eins. Und die sind aus Europa. Ist immer dasselbe Thema. Und die Schlange mit der Krone ist dann noch so ein Thema, das auch immer wieder auftaucht. Das hier wurde von Credo Mutwa gemalt, auf Grundlage von alten Chitahuri-Themen. Und dann schaut euch mal Alfa Romeo an, mit dem Templerzeichen des Roten Kreuzes auf weißem Hintergrund. All diese Firmen sind von dem... Digga, Alfa Romeo, ist das ein Drache, der Feuer späht? Oder ist das ein Mensch, der gefressen wird? Digga, warte, das muss ich mir genau angucken. Alfa Romeo Logo. Alfa Romeo Logo. Das ist tatsächlich ein Mensch, der gefressen wird. What the fuck? Das alte Alfa Romeo Logo zeigt es ganz deutlich, dass da ein Mensch rausguckt. Bro, das ist crazy. Netzwerk kontrolliert. Hier haben wir Berlusconi, der keine zwei Gehirnzellen hat, die sich aneinander reiben könnten. Got two brain cells to rub together. This is in one of his mansions. Das hier findet sich auf einem seiner Anwesen im Boden. Und überall, immer wieder auf der Welt findet sich dieses Thema. Und dann gibt's noch diesen Aspekt, dass diese Wesenheiten sich offensichtlich von menschlicher Energie ernähren. Feed off human energy. It's their energy source. Das ist ihre Energiequelle. Und um diese Energie zu verwerten, muss man sich schwingungsmäßig in Synchronisation mit der anderen Energie befinden. Ansonsten, bumm, würden sie durcheinander hindurchgehen wie Radiostationen. Und durch ihren grundlegenden Wesenszustand, in dem sie immer die Kontrolle haben wollen, und jeder, der Kontrolle haben muss, ist in einem tiefen Unsicherheitszustand. Sie sind also in einem niederen Schwingungszustand und brauchen auch die Energie eines niedrigen Schwingungszustands. Daher müssen sie die Menschheit auch in einem niedrigen Energiezustand halten, in Furcht, Depression, Ärger, doch, gleich all diesem Stress. Und damit generieren wir die Energie, von der sie sich ernähren. Das gibt euch eine Idee darüber, wie unterschiedlich sich verschiedene emotionale Stadien manifestieren. Es gibt einen Mann in Japan, der weltweit sehr bekannt ist, Herr Emoto. Er hat eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, in denen er die Effekte all dieser Emotionen und auch die Effekte menschlicher Worte und Effekte von Mobiltelefonen auf Wasser zeigt. Ich war in seinem Studio in Tokio, wo er das macht. Alles gut, Dennis, alles entspannt. Studio in Tokyo, where he does it. What he does is he gets water, puts it in a container, and what he'll do. Er nimmt da Wasser, tut es in einen Behälter und dann schreibt er was auf die Seite von dem Behälter. Und weil sogar Worte, die wir sehen, einen holographischen Ausdruck von Schwingung oder Informationen darstellen. Wenn man also Hass oder Liebe draufschreibt und das dann auf den Behälter draufklebt, dann wird die Schwingung dieses Wortes weitergegeben. That word, that state of being. And what he then does, und was er dann macht mit der Technologie, die ich übrigens gesehen habe, dann friert er das Wasser ein und zwar sehr, sehr schnell. Und dann fotografiert er die Kristalle. Dabei muss es schnell sein, denn die schmelzen natürlich gleich wieder. Links sehen wir ein Kristall, kurz nachdem Liebe auf die Seite des Containers geschrieben wurde. Wunderschön. Und das hier rechts entstand, nachdem man "Du machst mich krank, ich werde dich umbringen" auf die Seite des Behälters geschrieben wurde. Er hat ganze Bücher darüber geschrieben. Was ich sagen will ist, der emotionale und mentale Zustand, in dem wir uns befinden, kann sehr verschiedene Schwingungen erzeugen. Das rechts hier ist der Zustand, den sie erzeugen wollen, denn das ist das einzige Energielevel, das sie verwerten können. Ein Krieg wird für sie dadurch zum verdammten Bankett. Und sie sind nicht nur Energievampire, sie sind wirklich buchstäblich Blutvampire. Und deshalb findet man auch immer und immer wieder, wenn man sich mit diesen Leuten befasst, dass sie Satanisten sind. Verwickelt in Kindesmissbrauch, satanische Rituale und Blut trinken. Warum?
Weil Blut die menschliche Lebenskraft trägt, den menschlichen Code. Sie trinken dieses Zeug und es hilft ihnen dabei, in menschlicher Form zu bleiben. Durch die hybride Natur ihrer DNS können sie die Form wandeln, was uns zum nächsten Thema bringt. Shapeshifting ist auch wieder ein Thema, das durch die ganze Geschichte geht. Okay, Glöckner, danke für die Erklärung. Also Glöckner sagt, die Symbol mit der Schlange ist quasi das Wappen der Stadt Mailand. Berlusconi und Alfa Romeo stammen aus beide aus Mailand. Das ergibt dann natürlich wieder Sinn, ne? Leute sagen mir da immer, man kann sich nicht von einer physikalischen Form in eine andere bewegen. Aber wir reden ja auch nicht darüber, von einer festen Form zur anderen zu wechseln. Was wir eigentlich sehen, ist eine Energieverschiebung. Eine Verschiebung in der Schwingung oder Information auf dem Schwingungsniveau dieser Realität. Und da sich das verändert, wird es auch durch die holographische Struktur hindurch kodiert. Wenn sich das auf dem energetischen Niveau von menschlich zu reptilisch verschiebt, dann wird der Beobachter hier zuerst mit seinem Dekodierungssystem einen Menschen erkennen. Sie sagen, sie Schlangenwappen aus dem gleichen Grund, warum Deutschland einen Adler als Wappen hat. Ne? Das hat man früher so gemacht. Und dann werden wir eine Veränderung ins Nichtmenschliche sehen. Man nimmt aber nur ein anderes Energiefeld wahr, denn dieses Feld verändert sich. Nicht das feste Körperliche, denn es gibt nichts festes Körperliches. Und eins, worauf ich immer wieder gestoßen bin, wenn manche dieser Wesenheiten mal so richtig böse werden und emotional, dann entsteht manchmal buchstäblich eine Art von elektrischer Entladung. So wie wenn man richtig wütend ist und das quasi elektrisch im Körper spürt. Eine Art elektrische Entladung, die quasi die zwei Energieebenen stört und plötzlich verwandeln sie sich vor den Augen des anderen und gehen dann schnell wieder zurück in ihre alte Geschichte. Es gibt so ein Interview von Putin, wo er sagt, dass die Queen sich vor ihm verwandelt hat in so eine reptilartige Form und so. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich null legit so und null nachgewiesen, aber das ist sehr interessant, das müssten wir mal raussuchen irgendwie. Ich habe das überall auf der Welt immer wieder gehört. Da passiert also das Formwandeln. Nicht irgendwo da draußen, das gibt's sowieso nicht. Es passiert im Dekodierungssystem des Beobachters. So, und jetzt die Straße zur globalen Tyrannei. Wir hatten das goldene Zeitalter. Everything was in harmony, very expanded consciousness. Ja, Lady Diana hat ja auch gesagt, die Queen ist eine Echse und sowas. Wo alles in Harmonie war und unser Bewusstsein weit ausgebreitet. Und dann kam plötzlich dieses Schisma, diese Verzerrung. Es spielte sich ab als Serie fantastische Erdbeben und geologische Ereignisse. Und alle alten Kulturen auf der Welt erinnern sich daran in ihren Aufzeichnungen. Unglaubliche Stürme und Wellen und alles dazugehörende. Und das muss es ja auch, denn eine Verzerrung im Schwingungs- und Informationsfeld muss durchschlagen ins Holographische und sich dort auf viele Arten als Verzerrung niederschlagen. And this man, Emanuel Velikovsky, and increasingly other people that are dieser Mann hier, Emanuel Velikovsky, und eine ständig zunehmende Anzahl anderer Forscher, die sich mit diesem elektrischen Universum befassen. Velikovsky mag vielleicht nicht in jedem Detail richtig gelegen sein, aber mein Gott, wer kann das schon? Es ist trotzdem unglaublich, was er alles verstanden hat. Und er entdeckte dieses Thema von Planeten, von denen wir denken, dass sie schon immer da waren. Und Velikovsky entdeckte, dass die Planeten gar nicht unbedingt seit so langem dort sind, wo sie sind. Das hier ist ein Buch mit dem Titel Blitze der Götter. Ein exzellentes Buch und es ist von den Autoren geschrieben, die auch das elektrische Universum geschrieben haben. Es beschreibt, was Menschen am Himmel wohl wahrgenommen haben müssen, als all dies passierte. Und sie zeigen, dass das genau dem entspricht, was die Alten aufgeschrieben und durch die Jahrhunderte hindurch überliefert haben. Und zwar reden wir über eine Situation, in der etwas passierte, dass die elektromagnetische Stabilität dermaßen verzerrte, dass ganze Planeten aus ihren damals natürlichen Bahnen herausgeworfen wurden. That planets were knocked off their natural or their then natural orbits. And they talk about Mars. Sie sprechen davon, dass Mars derart nahe an die Erde kam, dass es wieder elektrische Plasmaverbindungen gab. Und genau darüber spricht man auch wieder in den alten Kulturen. Bro, ich kann dem Typen halt folgen, aber checkt, ja, das ist das, was ich immer meine. Verschwörungstheoretiker neigen immer dazu, so viel zu reden und so viel kreuz und quer und gemischt, dass du irgendwann sagst so, um was geht's hier eigentlich, Digga? Also, wo ist eigentlich hier, wo lang geht's eigentlich gerade so? Ich hasse das, ne? Ich finde das gut, wenn Leute ordentlich strukturiert das Gespräch aufbauen oder den Monolog. Aber dieses, hier, das ist und das ist, das ist, hat damit zu tun und das hier mit. Ja, okay, erzähl mir noch mehr Facts, die miteinander zu tun haben, aber was ist denn jetzt das Thema?
Kulturen, überall, wo dieses Thema mit den Blitzen der Göttern aufkommt. Die Autoren sagen, dass es wahrscheinlich das war, was geschah. Und sie bringen einige sehr gute Belege dafür. Und was ich auch in meinen eigenen Büchern immer wieder sage, ist, dass... Ich weiß auch gar nicht, wer David Icke zum Präsidenten der Verschwörungstheoretiker verschworen hat, Digga. David Icke, ich weiß nicht, also was kam von ihm oder was kennt man von ihm, was jetzt Hand und Fuß hat und wo man sagt, das ist crazy. Ich persönlich muss mich wahrscheinlich mehr mit ihm beschäftigen, aber ich habe jetzt nichts, wo ich sage, boah, der Typ ist heftig. Dass Venus auch noch nicht allzu lange an ihrem derzeitigen Platz ist. Sie sprechen darüber, dass Venus der Langhaarige oder der Bärtige sei. Denn als sich die Planeten durch dieses elektrische Plasmamedium bewegten, als elektrische Entitäten hätten sie natürlich auch massive Kometenschwärme erzeugt. Und sie zeigen auf, dass das hier rechts auch gut eine Darstellung der Venus mit ihrem Schwarm... David Icke ist der bestbezahlteste Schriftsteller der Welt. 175 Millionen. What? Das ist crazy, Bruder. Ja, ich weiß, dass David Icke... Guck mal, ich sag euch auch, ne, wenn es mir um Kohle gehen würde, ich schwöre, ich würde so reich werden mit dieser Kacke, wenn ich einfach nur Scheiß erzählen würde. Aber ich bin halt wirklich ein Mensch, der so ein bisschen faktenbasiert ist, aber auch selbst recherchiert. Ganz gewesen sein nicht. Könnte, wenn man sich vorstellt, wie es sich wohl von Ägypten aus dargestellt hätte. And Saturn comes up. They are suggesting. Und beim Saturn gehen sie davon aus, und ich denke, sie haben absolut recht, dass Saturn früher nicht da war, wo er jetzt ist, sondern viel näher an der Erde dran. Und dass er einen starken Fokus für menschliche Anbetung darstellte und menschliche Aufmerksamkeit. Der Herr der Ringe. In alten Schriften wird er oft als die alte Sonne beschrieben oder auch als der Herr. Or the Lord. And it was depicted as an eye. Interessanterweise wurde er als Auge dargestellt. Satanismus klingt nicht zufällig wie Saturnismus. Ganz viele Religionen haben die Anbetung des Saturn als Grundlage. Und es klingt wahrscheinlich verrückt, aber ich bin inzwischen nicht mehr sicher, ob es sich überhaupt um einen Planeten handelt, je weiter ich da einsteige in diese... Bruder, merkt ihr das oder bin ich blöd? Er hinterfragt alles. Er sagt zu allem, ich bin nicht mal sicher, ob das ist. Egal was, er zerpflückt das so sehr, dass du am Ende sagst, boah, krass. Aber du denkst so, hä, was hat er denn eigentlich gesagt, Digga? Er hat gerade eiskalt gesagt, er ist sich nicht mal sicher, ob der Saturn ein Planet ist. Okay. We know it, the more that I go through this latest stage of my research. In Satanism, they use this. This is from a film, the last film of Stanley Kubrick. It was called Das Bild links ist aus Kubricks letzten Film Eyes Wide Shut. Stanley Kubrick war ein Insider, insofern als er Inside-Informationen hatte darüber, wie es funktioniert auf der Welt. Und am Schluss brachten sie ihn um. Das ist eine lange Geschichte, aber er produzierte jedenfalls Eyes Wide Shut am Schluss, aber konnte seine Veröffentlichung nicht mehr miterleben. Er hatte einen Vertrag, der besagte, dass seine Filme nicht von jemand anderem geschnitten werden durften, solange er am Leben war. Also töteten sie ihn halt, kurz bevor der Film herauskam. Und 25 Minuten des Films wurden dann herausgenommen. Und das, was noch drin war, das war noch schlimm genug. Es ging um die Elite, die an Opfer- und Sexritualen teilnahm. Okay. Das spielte in einem Gut in Amerika. Und kürzlich fand ich raus, dass der Ort an Jason, dem vielen Dank für deinen Sub, Bro. Kuss. ...genommen wurde, ein Schloss der Rothschilds war. Einer der Darsteller in dem Film trägt einen Saturnhut, so wie unser Freund hier auch. Saturnischer Symbolismus, das ist interessant. Die schwarzen Roben der Richter und der Priester gehen auf saturnischen Symbolismus zurück. Der sechszackige Stern ist auch Saturn-Symbolismus. Und hier links... Bruder, also, ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Also, ich habe das Gefühl manchmal... Guck mal, ich sag euch Real Talk jetzt was, ne? Ich habe das Gefühl manchmal, ich sollte einfach nur Geld mit diesem Verschwörungsquatsch machen, Digga. Ich habe das Gefühl manchmal, ich sollte einfach aufhören zu denken, boah, alles muss korrekt sein und einfach nur Geld mit dem Scheiß machen, Digga. Ungelogen, wirklich, also for real. Bruder, der nimmt hier einen Sheriff-Stern einfach, ballert den da rein und sagt, das Pentagramm der Juden oder was auch immer, Symbolik und die Robe... Schwarze Robe kommt aus dem Satanismus und Bruder. Ich frage mich dann halt immer, und guck mal, ich merke das. Ich merke das so oft, ne? Ich merke das so oft. Die Zuschauer, die mir schreiben, es gibt sehr viele, ne? Und leider ist das so. Es gibt sehr viele, die mir auf Instagram schreiben, die sehr hängen geblieben sind. Das ist nicht böse gemeint. Bestimmt ist von euch auch einer dabei, aber tut mir leid, ist auch nicht böse gemeint. Aber es gibt Leute, die glauben jeden Scheiß, Digga. Die sind
hängen geblieben. Und ich glaube, wenn du dich mehr mit den hängen gebliebenen beschäftigst und die, die wirklich recherchieren, sagen wir mal, ich würde mich nur mit den hängen gebliebenen beschäftigen, ja? Bruder, ich würde so viel Geld machen, weil ich würde einfach erzählen, ich habe morgen ein Treffen in einem Waldgebiet, ich werde das versuchen heimlich zu filmen, bla bla, dann treffe ich mich da mit irgendjemandem, der so ein Kostüm anhat, Digga. Und dann sage ich, Illuminaten, die Stars, bra, er hat mir ein Buch mitgegeben. Dann kaufe ich irgend so ein altes Buch bei eBay, zeige das kurz in die Kamera und sage, ich habe das gelesen, da war so und so und das ist crazy, ich kann das nicht erzählen. Bruder, weißt du, wie ich meine? Du kannst hier eine Geschichte aufbauen. Die Hängengebliebenen würden dich supporten, die würden reinsubben, die würden Geld ausgeben. Dann würde ich sagen, ey, ich kann das nicht sagen, aber hier könnt ihr in meinem Abonnement, vielleicht werde ich da ein bisschen drüber reden. Du kannst mit den Hängengebliebenen so viel Geld machen. Das ist für die, ne, sage ich dir ehrlich, für die ist das wie ein Kinofilm. Aber ich komme nicht drum rum, mit meinem Gewissen zu sagen, ich mache Content für die Hängengebliebenen. Kann ich nicht, Bruder. Ich muss das, was ich mache, muss guter Content sein, der auch recherchiert ist, wo die Information auch, wo man nachschauen kann, ob ich Scheiß erzähle oder nicht. Weißt du, ich meine? Links seht ihr das Symbol für Saturn und rechts das Symbol für Kommunismus. Symbol of Saturn and that's basically what you find on the symbol of Soviet Communism. Another Ein weiteres Symbol für den Saturn in Symbolsprache ist der Würfel. Symbolic law is the cube. And you have Und in Mekka hat man das Zentrum aller Anbetung schlechthin. Und es stellt einen Würfel dar. Der Kaaba-Stein. Und in der jüdischen Religion trägt man an bestimmten Stellen diesen Würfel auf dem Kopf. Oh, dear God. Beam me up, Scotty. It's mad down here. Und dann macht er immer noch auch so auf intelligent. Oh, mein Gott. Beam me up, also so diese Star-Wars-Parodie dazu. Beam mich hoch, Scotty. Oh, ich bin so schlau, die sind so blöd. Bruder, du bist einfach, also sorry, ey, guck mal, ich krieg da echt meine Paranoia. Sorry, dass ich das sagen muss, ne? Dieser Typ ist maximal hängen geblieben. Ist nicht böse gemeint? Dieser Typ und wer sich diesen Typ auf Ernst gibt und sagt, der ist voll wissend, der hat voll Ahnung. Tut mir leid, du bist auch hängen geblieben. Sorry. Ich habe mir das jetzt angeguckt hier, ne? Lange mit euch. Ich gucke das auch noch zu Ende mit euch, ne? Aber dieser Typ labert so viel Scheiße und er schafft es sehr wahrscheinlich, 80% der Zuschauer, die ebenfalls hängen gebliebenen, zu faszinieren. Aber die Leute, die sagen, ey Bro, warte mal ganz kurz, ich guck mir mal an, was du da redest. Dück, 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 nachgucken, recherchieren. Wir haben heute ChatGPT, wir haben Google, wir haben alles Mögliche, um alles zu recherchieren, ja? Bruder, die kriegst du einfach nicht. Und ich gehöre einfach zu denen und nicht zu den Hängengebliebenen. Bruder, es kann sein, ne? Guck mal, es kann sein, dass 5% von dem, was er sagt, Hand und Fuß hat, ne? Aber 95% sind einfach nur Showmacherei, Digga. Showmacherei. Bruder, er hat ein gelbes Hemd an und eine schwarze Hose. Stell dir mal vor, jetzt gibt's ein Foto von einem Satanisten mit gelbem Hemd und schwarzer Hose. Und dann sage ich, ja, wisst ihr, woher das kommt? Daher. Er ist safe ein Satanist. Er hat zwei Blumenkübel vorne stehen. Wisst ihr, wofür rote Blumen stehen? Für den Tod. Das ist so zusammenhangslos, einfach Sachen in einen Raum schmeißen, die nichts miteinander zu tun haben. Er sagt einfach, die Kaaba ist ein schwarzer Kasten. Die Juden haben einen schwarzen Kasten auf dem Kopf. Da gibt es bei Saturn so einen schwarzen Kasten. Das hängt alles zusammen. Aber statt dass der mal sagt, wieso alles zusammenhängt, gar nicht. Das wirst du nicht finden bei ihm. Er sagt einfach, ja, das ist so. Weil er es sagt. Oh, wer ist er denn so? Weißt du, ich meine? Beam me up, Scotty. It's mad down here. Oh, diese Welt. Und die Dummen im Publikum, die da noch so lachen. Boah, der ist voll toll. Digga, sag ihm doch einen. Beam me up, Scotty. Es ist ziemlich verrückt hier unten. Und so kommen wir zu diesem Schisma zurück. Es gab eine Planetenbewegung und eine große Katastrophe am Himmel, die einen massiven Effekt auf die Erde hatte. Daher kommen all die Geschichten von der Sintflut und okay, welchen Effekt? Und dem Kippen der Polachsen in den alten Darstellungen. Das hier sind ein paar Ausdrucksformen von Plasma und der Elektrizität im Labor. Nee, der hat noch nie irgendwas bewiesen. Denn das, was am Himmel passiert, können die Leute vom elektrischen Universum in Laborexperimenten nachvollziehen. Theme of events. And they, produce this in a laboratory. Im Labor haben sie zum Beispiel das hier produziert. Von der Art von Dingen, die am Himmel entstehen würden, in Zeiten von großen kataklysmischen Ereignissen, genau denen, von denen ich spreche. Dann fingen sie an, nach diesem gemeinsamen Thema überall auf der Welt zu suchen. In Höhlenmalereien und anderen Formen von Kunst dieser urzeitlichen Menschen. Es wirkt unglaublich überzeugend, wenn man sich das ansieht. You look at it and how this is following all over the world. Safe, Kokomelo, safe. Und gehen davon aus, dass die Menschen diese Zeichen nach dem malten, was sie vorher am Himmel erlebt hatten. Und dann gibt es das Thema mit dem Krieg am Himmel. Der Krieg der Götter am Himmel.
In diesem Gemälde ist es brillant symbolisiert. Er sagt, und dann gibt es das Thema mit dem Krieg am Himmel. Und dann gibt es das Thema. Wo gibt es das Thema? Wer sagt das? Wer hat das überprüft? Das ist uninteressant. Das ist so, als ob ich euch sage, es gibt die Geschichte von den Außerirdischen, die Menschen entführt haben und zu Gott gebracht haben. Ja, okay, was laberst du, Digga? Wer hat das gesagt? Wo, wie, was? Erzähl doch mal. Einfach dieses, und dann gibt es das Thema. Ja, Bro, ich kann auch sagen, und dann gibt es das Thema von Männern in deinem Alter mit weißen Haaren, dicken Bauch, gelbem Hemd, die Menschen abziehen. Das Thema gibt es. Er untermauert halt nichts mit Fakten. Nein, nein, er schmeißt einfach permanent mit irgendwelchen Sachen, die diese Zuschauer, diese Vollidioten-Zuschauer aus so Verschwörungstheorien kennen, dass die so ein bisschen angeheitert werden und verknüpft alles, was er will. Das Thema. Achtet mal, guck mal, wir achten jetzt mal speziell darauf, ja? Symbolically, that's what happened. And of course you've got denn das ist, was tatsächlich passierte. Natürlich hat man die biblische Darstellung von der Flut und so weiter, aber überall auf der Welt findet man dieselbe Geschichte von Noah, nur unter anderem Namen. So, in the Golden Age period, we had this connection. Er sagt, überall auf der Welt findet man die gleiche Geschichte von Noah, nur unter anderem Namen. Okay, nenn mir doch mal dreimal die Geschichte und die drei Orte, wo sie erzählt wird. Beweis mir, wo sie erzählt wurden. Und dann beweis mir auch, dass das genau die gleiche Geschichte wie von Noah ist. Es gibt Geschichten über Fluten, aber nicht speziell so wie Noah. Dass er Tiere und Dingens auf sein Boot geholt hat und so weiter und so fort, einen Auftrag von Gott bekommen hat, so ein großes Boot zu bauen und so weiter und so fort. Bruder, im goldenen Zeitalter hatten wir immer noch diese Verbindung, über die ich gesprochen hatte in der ersten Sektion, mit der wir zwar in dieser Welt, aber nicht komplett von ihr waren. Denn wir hatten auch noch einen anderen Beobachtungspunkt und ein vielfach erweitertes Bewusstsein. Aber nach diesem kataklysmischen Event, diesem Schisma, dieser Verzerrung und allem, was folgte, aber dann verloren wir immer mehr unsere Verbindung bis zu dem Punkt, wo dies hier ein Gefängnisplanet wurde und die Menschen wurden zu einer Sklavenrasse. Ich würde mal sagen, letztlich ist das, was da passierte, genau dasselbe, was in China passiert, wo sie das Internet mit einer Firewall blockieren, sodass die Menschen in China zu großen Teilen des Internets überhaupt keinen Zugang haben, während der Rest der Welt ihn hat. Und wie hat man das gemacht? Das Internet konnte man ja nicht abschaffen. Also hat man die Computer so eingeschränkt, dass sie die Information nicht mehr lesen können. Sie haben eben eine Firewall eingerichtet. Nochmal. Das möchte ich jetzt. Das Internet konnte man, sodass die Menschen in China passiert, wo sie das Internet mit einer Firewall blockieren, sodass die Menschen in China zu großen Teilen des Internets überhaupt keinen Zugang haben, während der Rest der Welt ihn hat. Und wie hat man das gemacht? Das Internet konnte man ja nicht abschaffen. Also hat man die Computer so eingeschränkt, dass sie die Information nicht mehr lesen können. Sie haben eben eine Firewall eingerichtet. Ich würde stark annehmen, dass diese genetische Manipulation, die in den alten Schriften... Was redet er für eine Scheiße, Digga? ...immer wieder erzählt wird, zu einem großen Teil gemacht wurde, um uns mit einer Firewall zu blockieren, sodass wir große Teile dieses Universums nicht mehr wahrnehmen konnten. Genau dasselbe Universum, das die Menschen in der alten Zeit, im goldenen Zeitalter, noch dekodieren konnten. In anderen Worten, jetzt sind wir in diesem unglaublich schmalen Band des sichtbaren Lichts, weil wir eben in dieses Geistesgefängnis eingesperrt worden sind. Ja, der ist komplett hängen geblieben. Es ist ganz eng hier drin und deswegen sind die Leute auch so verstört. Sie haben so wenig Zugang zu Informationen, dass sie diese Realität kaum begreifen können. Und dann wurde dieses reptilische Kontrollsystem zum kollektiven Unbewussten der ganzen Menschheit. Und es begann uns zu diktieren, wie wir die Realität dekodieren und dass wir dieses Gefühl von Begrenztheit entwickelten. Das Gefühl von ich kann nicht und unseren absoluten Mangel von Verständnis darüber, wer wir eigentlich sind, eine Sklavenrasse. Right, well, it's getting really crazy now. So, und jetzt wird's dann wirklich verrückt. Jetzt wird's wirklich verrückt, sagt er. Ich bin jetzt mal echt gespannt. Guck mal, ich sag jetzt schon, was er jetzt auch sagen wird, ich werde das jetzt live recherchieren. Erzählt habe, gibt es bei mir ja immer so eine Sequenz, dass bestimmte Dinge auf das einmal in mein Leben treten und dann zack, kommt auf einmal immer mehr Information dazu. Und als ich gerade am Schreiben des letzten Buchs war, Der Löwe erwacht, da hatte ich noch gar nicht angefangen, in diese Richtung zu gehen. Die meisten meiner Bücher fangen nicht in der Richtung an, in der sie dann enden. Und die meisten Bücher fangen nicht in die Richtung an, in der sie dann enden. Das bedeutet, ich weiß ja nicht, was er für Bücher verkauft, wahrscheinlich über Verschwörungstheorien. Das bedeutet, er fängt in dem Buch an, ohne zu wissen, was da überhaupt in dem Buch erzählt werden soll und macht dann mit Fantasie
einfach weiter. Weil wenn du einen Plan hättest, ich schreibe ein Buch über die Verschwörung hinter dem Mond und was auch immer, bla bla, dann weißt du, dass du einen Plan hast. Aber so wie er das sagt, was verkauft er denn? Romane? Ich wette Romane. David Icke Buch. So, das größte Geheimnis, Biggest Secret. Ja, natürlich, dass das gekauft wird, Digga. The Biggest Secret Buch der Welt. Taschenbuch, David Icke ist der Autor. David Ickes aufrüttelnd und bisher explosivstes Buch handelt erstaunlich im Hintergrund des Mordes an Diana, Princess von Wales. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind auf diesem Planeten wird von der unglaublichen Information betroffen, die... Ja, Bruder, Digga. Eines Morgens, etwa vor 18 Monaten, setze ich mich gerade zum Schreiben hin. Ich setze mich also hin und auf einmal passiert etwas, das kenne ich schon seit 20 Jahren. Verändert sich die Atmosphäre im Raum. Und ich dachte noch, oh, jetzt geht's wieder los, das kenne ich schon. Und durch meinen Geist ging auf einmal der Gedanke, der Mond ist nicht real, der Mond ist nicht, was du denkst, dass er sei. Bruder, er hat so prophetische Veranlagung, ne? Ich hatte eine Vision, ich spürte, der Raum änderte, die Stimmung im Raum änderte sich. Es wäre allzu leicht gewesen, das abzutun und zu sagen, ach, verrückt. Was wollte ich gerade machen? Aber weil ich solche Erlebnisse in den letzten 20 Jahren immer wieder gehabt hatte, dachte ich, oh, Moment, interessant. Also habe ich einfach in die Suchmaschine eingegeben, der Mond ist nicht real. Und habe dabei nicht erwartet, irgendwas Besonderes zu finden. Ich hatte ja früher schon über dieses Medium erzählt, die mir bestimmte Dinge übermittelt hatte. Und der eine Satz hatte gelautet, Wissen wird in seinen Geist gegeben werden und zu anderen Zeiten wird er zum Wissen geführt werden. Diese Sequenz wiederholt sich immer wieder. Also gebe ich die Worte in die Suchmaschine ein und es erscheint das Buch Hey. Who Built... Wer baute den Mond? Von Christopher Knight und Alan Butler. Und das las ich dann sofort und war fasziniert. Und von da ja, an safe ging's nur noch boom, boom, boom. Safe, Stoff über den Mond kam aus allen Richtungen angeflogen. Coming in all directions. Because the moon has such a fundamental effect. Wir realisieren gar nicht, welchen fundamentalen Effekt der Mond auf das Leben auf der Erde hat. Wenn wir in diese Welt hineingeboren werden, dann neigen wir dazu, Dinge, die wir hier vorfinden, als gegeben anzunehmen. Das ist eben die Art, wie die Dinge hier sind. Deshalb haben unsere Generationen auch so eine Verantwortung, weil wir die Welt noch in einem Zustand gesehen haben, der anders ist als der, wo sie sich jetzt hinbewegt. Wir haben noch die Möglichkeit zu vergleichen. Für Kinder, die gerade geboren werden oder junge Menschen, ist all dieses Zeug mit Kontrolle ganz normal. So ist es halt. Deswegen ist es auch so fantastisch, dass jetzt auch so viel... Guck mal, ich sag euch, Erich von Däniken ist ein Mann, den respektiere ich, weil er sehr viel beweisen kann, indem er dir, beziehungsweise... Beweis bedeutet ja, dass du es quasi hundertprozentig weißt. Aber Erich von Däniken liefert dir Indizien, die du selber nachvollziehen kannst. Ne? Respektiere ich. Aber David Icke ist so der typische Amerikaner. So, wir sind die Besten, ich bin der Größte. So, weißt du? Der typische Amerikaner. So, ich weiß alles, ich erzähle euch die Geschichte. Bruder, ich sag euch ehrlich, ich sag euch sogar hundertprozentig scheiße, was der Typ redet. Viele junge Leute, sorry, dass ich das jetzt so ein bisschen kaputt mache, ne? Aber Bruder, glaub mir, ich bin schon lange in diesen Thematiken drin und was der Typ erzählt, ist zu 90% Müll von Müll. Die Macht des Bewusstseins über Programmierung, wenn wir es nur wollen. In terms of the moon, what happens? Aber jetzt in Bezug auf den Mond, was läuft da ab? Naja, ich habe nachgeschaut, wir haben Vollmond. Naja, der Mond durchläuft seine Sequenz. Und was soll das schon sein? Der Mond halt. Aber als ich nach diesem Erlebnis anfing, über den Mond Fragen zu stellen, ging es mir, wow, das hatte ich nicht geahnt. Zuerst einmal ist die Mathematik über die Entfernungen zwischen Mond, Erde und Sonne einfach fantastisch. Ich kann mir die nicht geben, sorry. Also meine Meinung nach kompletter Müll.